Viele Teilnehmer bei der Aktion Knochenmarkspende im Schulzentrum Kurt-Schumacher-Allee. Um für Milan einen genetischen Zwilling zu finden, versorgten 140 Mitarbeiter weit über 700 Spender. Sie kamen aus ganz Bremen, dem Umland und mit einem Bus aus Hude. Wir nehmen die Personalien der Person auf, die Blut spenden möchte und sich typisieren lassen möchte. Und das ist die erste Station bei uns. Und dann gehen die Leute mit ihren Bogen und mit den Röhrchen in die Zwischenkontrolle. Und von da aus werden die weitergeleitet dann zur Blutabnahme. Was heißt Zwischenkontrolle? Zwischenkontrolle bedeutet, dass nochmal kontrolliert wird, der Fragebogen, ob alles drinsteht. Man kann da auch Geld spenden, wenn man möchte. Und dann wird man halt weitergeleitet zur Blutabnahme. Gut, jetzt nehmen Sie den Zettel mit und dieses Röhrchen. Jetzt gehen Sie hier. Also die Typisierung dient dafür, also von dem Blut des Menschen, was ich ein Muster zu erstellen. Das ist wie ein Fingerabdruck, einmalig bei jedem Menschen. Und bei der Leukämie-Typisierung geht es darum, für erkrankte Personen eben ein relativ gleiches Muster zu finden, wo also Spender dann in Frage kommen, um Stammzellen zu spenden. Da brauchen Sie keine Sorgen machen. Das können wir mal ganz kurz sehen. Können Sie Faust aufmachen, ist schon vorbei. Sind Sie in Schwitzen gekommen? Ne? Wegen der Kamera wahrscheinlich gebraucht, oder? Das Ganze eigentlich sonst nicht. Das war prima. Keine Schmerzen, keine. Ja, so soll es ja auch sein, oder? Ja. Bei uns ist Endstation, hier wird alles nochmal kontrolliert und verteilt und dann wird das dann von der DKMS mitgenommen zur Untersuchung. So, da ist für Sie. In den nächsten 3-4 Monaten bekommen Sie den Spendeausweis. Wir sind zufrieden, sollte nur so weitergehen.